Es wird Herbst. Die Verbands-Herbstsuchtprüfung steht vor der Tür. Zu meinen kleinen Münsterländer-Clips gab es immer wieder Anfragen oder auch Kritiken. Ich hätte doch etwas mehr erläutern und erklären können, was man dort eigentlich sieht. Gerade für Anfänger wichtig. Nun gut, ich habe nochmal in meinem Archiv gewühlt und möchte nochmal ein paar Videoclips so zusammenstellen, dass auch ein Anfänger versteht und sieht, was eigentlich bei der Verbands-Herbstsuchtprüfung passiert, was gefordert ist und wie man seinen Hund trainieren kann. Profi-Ausbilder werden an der einen oder anderen Stelle schon Fehler entdecken. Wenn mir das bekannt ist oder wenn ich das sehe, werde ich darauf hinweisen, damit ihr den Fehler nicht macht. Und natürlich bin ich nicht böse, wenn es konstruktive Kritik oder Hilfestellung gibt. Okay, und los geht's, und zwar mit der Feldarbeit. Vorweg noch ein kurzer Hinweis zu den jetzt gezeigten Aufnahmen. Um die an der Prüfung Beteiligten nicht zu stören, haben die Kameraleute einen gehörigen Abstand gehalten. Bei einigen Prüfungsteilen konnte gar nichts aufgezeichnet werden. Alles musste aus der Hand gefilmt werden und es hat stellenweise in Strömen geregnet. Ich muss also davon ausgehen, dass dieser Filmclip nicht Oscar nominiert wird. Es geht mir hier nicht um eine dokumentarische Darstellung dieser Herbstsuchtprüfung. Es soll eher eine Information und vielleicht auch Hilfestellung für Interessierte, Anfänger, Neulinge sein. Zur Spurarbeit. Wenn diese zur Prüfung angeboten wird, kann der Hundeführer entscheiden, ob geprüft wird oder nicht. Wenn er sich dafür entscheidet, dann ist es allerdings obligatorisch und geht auch ins Prüfungsergebnis ein. Also genau überlegen, was man hier tut. Wenn man es braucht für seine jagdliche Praxis, ist das in Ordnung. Ansonsten kann man auch erstmal darauf verzichten und vielleicht die Spurarbeit später gesondert machen. Hier ein für mich perfektes Beispiel für Spurarbeit. Übrigens ein Bruder von Hunter. Das ist der Hero. Diese Aufnahme ist während der Jugendprüfung entstanden. Die Fährte wird zügig angefallen. Sie wird gearbeitet mit tiefer Nase. Wenn die Spur verloren geht, wird intensiv gesucht. Die Nase wird eingesetzt und enormer Finderwillen. Und nachdem der Hase gestochen ist und verfolgt wurde, lässt er sich sogar von der Führerin abrufen. Und hier geht's jetzt weiter mit der Suche. Gleichzeitig wird Schussfestigkeit geprüft. Ich zitiere: Die Suche soll planmäßig, ausdauernd und vom Willen zum Finden geprägt sein. Zum Prüfen der Schussfestigkeit werden während der Feldarbeit zwei Schrotschüsse in einem gewissen Abstand voneinander abgegeben. Der Hund soll sich in keiner Form davon beeindrucken lassen. Ein Bewertungspunkt ist die Führigkeit. Diese zeigt sich darin, dass der Hund immer Kontakt mit dem Führer hält, Blickkontakt sucht oder sich generell an der Laufrichtung, an der Gehrichtung des Hundeführers orientiert. Auch soll sich der Hund jederzeit von der Jagd abrufen lassen und zurückkommen und nicht die Gelegenheit nutzen, selbstständig wild zu hetzen. Gefundenes, festliegendes Wild soll der Hund vorstehen oder vorliegen. Und das so lange, bis der Hundeführer kommt. Versuchen Sie abzunehmen, den Hund. Vielleicht auch knallen, ist alles gut.
Nun zu den Prüfungen am Wasser. Wichtig für den Hundeführer, für die Prüfung am Wasser sind ein paar Voraussetzungen zu erfüllen. Sicherheitshalber zitiere ich aus der Prüfungsordnung. Die Prüfung mit der Ente darf erst dann durchgeführt werden, wenn der Hund Schussfestigkeit und sicheres Verlorensuchen und Bringen einer toten Ente aus der Deckung unter Beweis gestellt hat. Und denkt daran, es werden nur Hunde zugelassen, deren Führer im Besitz eines gültigen Jagdscheins ist. Ihr seht gerade einen Clip aus der Vorbereitungszeit. So ungefähr muss das Verlorensuchen im deckungsreichen Gelände aussehen. Kleiner Hinweis am Rande. Hier bei der Vorbereitung habe ich den Hund natürlich mit meiner Stimme geführt und ihn animiert und belobigt. Bei der Prüfung wird es nicht so gern gesehen, wenn da so viel geredet oder vielleicht durch Körperhaltung oder andere Animationen der Hund irgendwie motiviert wird. Also ruhig bleiben und sich auf den Hund verlassen und vertrauen, das klappt schon. Optimal ist es auch, wenn der Hund sich nach dem Bringen hinsetzt, wartet, bis die Ente ruhig aus dem Fang genommen wird und sich erst dann schüttelt. Dann gibt's volle Punktzahl. Wir müssen hier noch ein bisschen arbeiten, aber im Großen und Ganzen brauche ich mir für die Prüfung keine Sorgen machen. Der macht das sicher. Aus. Ja, fein. Brav hast du das gemacht. Fein. Und so sah es dann bei der Prüfung aus. Leider nicht allzu viel zu sehen, aber mit ein bisschen Vorstellungskraft und mit der Erinnerung des letzten Clips kann man sich wohl vorstellen, wie das hier ausgesehen hat. Und jetzt die Schussfestigkeit. Eine erlegte Ente wird für den Hund sichtig, möglichst weit ins offene Wasser geworfen und der Hund zum Bringen aufgefordert. Ein Hund, der nicht innerhalb circa einer Minute das Wasser angenommen hat, darf nicht weiter am Wasser geprüft werden. Während der Hund auf die Ente zuschwimmt, wird ein Schrotschuss auf das Wasser in Richtung der Ente abgegeben. Der Hund muss die Ente selbstständig bringen. Ein Hund, der hierbei versagt, darf nicht weiter am Wasser geprüft werden. Auch das wieder ein Zitat aus der Prüfungsordnung. Der nächste Prüfungsteil ist das Stöbern mit Ente im deckungsreichen Gewässer. Hier durften außer dem Prüfungsrichter natürlich keine weiteren Personen anwesend sein. Deshalb gibt es hier keine Originalaufnahmen von der HZP. Deshalb ersatzweise hier ein kurzer Clip aus der Übungszeit. Ich habe hier ein paar Tage vorher ein paar Enten ausgesetzt, denen ich die Schwungfedern abgeschnitten habe, sodass sie nicht wegfliegen konnten, und dann mit dem Hund geübt. Das Wasser ist hier leider sehr flach. Das hatte ich vorher nicht gesehen. Deswegen sieht es manchmal ein bisschen komisch aus, wie der Hund schwimmt. Er hat sehr oft Bodenkontakt oder besser Schlammkontakt. Ehrlich, bei dieser Prüfung braucht sich keiner Sorgen zu machen. Wenn sein Hund nicht gerade wasserscheu ist oder Angst vor Enten hat, das liegt den Hunden so im Blut. Die sind mit Begeisterung dabei, das sieht man ja auch hier. Schwierig wird es dann eher, den Hund abrufen zu können. Und das kann man hier gut sehen. Das klappt bei meinem Hund sogar schon sehr gut. Nein, so ist brav. So. Und abrufen kann wichtig werden, nämlich sobald der Hund eine Ente aus der Deckung drückt und sichtlich verfolgt, ist sie vom Führer oder einer dafür bestimmten berechtigten Person zu erlegen, wenn das ohne Gefährdung der Sicherheit möglich ist. Zitat aus der Prüfungsordnung. In der Prüfungsordnung heißt es, der Hund muss ein möglichst frisch geschossenes Stück Federwild bringen. Dazu muss der Hund ein geflügeltes Huhn in Anlehnung an das Geläuf finden und seinem Führer bringen. Oder das sogenannte freie Verlorensuchen und Bringen eines frisch geschossenen, also nicht geworfenen, Stückes Federwild. Diese Form der Prüfung ist allerdings nur im realen Jagdbetrieb möglich. Als Alternative dazu gibt es die Möglichkeit des Bringens auf der Schleppe.
Ich zitiere aus der Prüfungsordnung: Die Schleppe ist von einem Richter unmittelbar vor der Prüfung eines Hundes auf bewachsenen Boden, möglichst mit Nackenwind unter Einlegung von zwei stumpfwinkligen Haken zu legen. Der Anschuss ist deutlich zu markieren. Sie muss mindestens 200 Meter lang sein. Die Entfernung zwischen den einzelnen Schleppen muss überall mindestens 80 Meter betragen. Die Schleppen sollen möglichst gleichwertig sein. An das Ende ist ein möglichst frisch geschossenes Stück Federwild der gleichen Wildart frei abzulegen oder in einer Bodenvertiefung. Danach hat sich der Richter in Verlängerung der Schleppe zu entfernen und in unmittelbarer Nähe so zu verbergen, dass der am Schleppende angelangte Hund ihn nicht eräugen kann. Dort muss er das geschleppte Stück Federwild von der Schleppleine befreien und frei vor sich hinlegen. Er darf dem Hund nicht verwehren, dieses Stück aufzunehmen. Der Hund darf das Schleppelegen natürlich nicht eräugen. Zunächst die Einweisung durch die Prüfungsrichter. Dann gehe ich mit dem Hund zum Beginn der Fährte. Wenn er sich richtig festgesaugt hat, lasse ich ihn frei und er kann suchen. Ihr könnt übrigens euren Hund noch 30 Meter auf der Fährte begleiten, um sicherzugehen, dass er die Fährte gefunden hat. Ich war hier etwas faul, aber ich weiß, dass Hunter das ohne Probleme kann. Und nicht nervös werden, wenn der Hund versetzt zur Fährte läuft. Das ist schon in Ordnung. Hier kam der Wind von hinten links, also ist der Hund weiter nach rechts versetzt gelaufen, so wie die Witterung abgedriftet ist. Er bringt die Ente flott. Okay, der Griff könnte etwas besser sein. Hier gibt es eine kleine Verwechslung mit dem Kameramann. Kein Problem. Er setzt sich und wartet, bis ich ihm die Beute ruhig aus dem Fang nehme. Okay, hätte er 5 Sekunden länger gesessen, wäre es besser gewesen. Analog zur Federwildschleppe verläuft die Prüfung der Haarwildschleppe. Geschleppt wird Hase oder Kanin. Der Beginn der Schleppe wird mit etwas Wolle markiert. Dann wird wieder mindestens 300 Meter geschleppt mit zwei stumpfwinkligen Haken. Alles weitere wie bei der Federwildschleppe. Gleich noch ein Hinweis: Das Schleppenwild müssen die Prüflinge selbst mitbringen. Noch ein kleiner Tipp vielleicht: Um den Hund noch ein kleines Stück auf der Spur zu begleiten und ihn aber beim Ableihen nicht zu bremsen, nimmt man ein Stück Seil, zieht es einfach durch die Halsung, begleitet den Hund und lässt dann das eine Ende des Seils los, sodass sich das Seil durch die Halsung zieht und der Hund frei ist. So ist man zügiger in der Vorwärtsbewegung. Das ist nicht ganz optimal. Der Hund hat einen nicht sicheren Griff und es besteht die Gefahr, dass er das Stück beim Bringen verliert. So, jetzt ist es ihm zu viel geworden und er hat nochmal umgefasst. Wie das bei der Prüfung bewertet wird, weiß ich gar nicht so genau. Es steht dazu auch nichts in der Prüfungsordnung.
Hier zum Vergleich vorbildlich Hiro. So, und am Ende eines Prüfungstages kann sich hoffentlich jeder über die bestandene Prüfung freuen. Wenn nicht, gibt es die Möglichkeit einer Nachprüfung.